Hallo und herzlich willkommen im Wedding Zone Studio hier auf der Fotokina 2018 und schaut euch mal das Bild an, was ihr hier in diesem Video seht. Ich hatte Leute, die hier auf der Wedding Zone waren, auf dem Stand und gesagt haben, das sieht ja sensationell aus. Was habt ihr anders gemacht? Der Grund für diesen tollen Bildlook, den wir hier zeigen dürfen, ist das Licht, das wir verwenden. Und das Mastermind, wenn ich so nennen darf, hinter diesem Licht ist im Studio. Dedo Weigert, Geschäftsführer, Gründer von Dedo Weigert Film. Und Herr Weigert, wir sehen uns immer auf der Fotokina und alle Jahre bringen Sie eigentlich mit ins Studio Lichttechnik, die so ein bisschen die Grenze des derzeit Verfügbaren weiterschiebt. Sie sind ein unglaublicher Erfinder, was die Möglichkeiten von Licht angeht. Und wir haben hier ein anderes Licht und ich würde von Ihnen gerne erfahren, was wir da haben und was daran so besonders ist. Bisher haben wir uns befasst ganz intensiv mit neuen, sagen wir mal, revolutionären Systemen in der Optik des professionellen Lichtes. Haben damit recht große Erfolge gehabt. Überall dort, wo Präzisionslicht erwartet wird, das sonst von anderen nicht erreicht werden kann. Das haben wir nun erweitert durch die Welt des parallelen Lichtes und dieses wiederum öffnet das Tor zu den Anwendungen des reflektierten Lichtes. Und ein Beispiel davon haben wir hier, ein ganz einfaches, und das kann auch viel komplizierter werden, kann in sehr vielfältigen Anwendungsweisen eingesetzt werden. Wir nennen das Lightstream. Dazu haben wir große Leuchten, die Parallelstrahler sind. So etwas hat es immer schon gegeben. In der Flugzeugabwehr, als Showlight, als Effektlicht. Nur, dass unseres halt besser geeignet ist, homogener ist. Und deshalb zum Beispiel auch gewählt worden ist für von dem Heute, wann heute mal, das ist der Kameramann von Dunkirk, für einen Space-Film, weil man damit sauberes, natürliches Licht simulieren kann, das aus großer Entfernung kommt. Ich bin ja immer der Anwalt des Zuschauers, der nicht so tief in der Materie ist und muss direkt einmal fragen, dieses Parallellicht, was ist das Besondere daran? Wenn es wirklich parallel wäre, dann hat das die Eigenschaft, dass die eigentliche Lichtquelle nicht von dem Instrument ausgeht, sondern von einer virtuellen Lichtquelle, die weit dahinter liegt. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. Aber dadurch die Simulationsmöglichkeit des natürlichen Lichtes, das aus großer Entfernung stammt. Theoretisch hat das parallele Licht damit auch eine größere Reichweite. Und man entkommt damit als Bildgestalter der Sklaverei des Quadratgesetzes. Das heißt, wenn sich ein Schauspieler um 2 Meter bewegt, dann verändert sich die Intensität des Lichtes. Und wenn das Licht aber aus ganz großer Entfernung stammt, dann spielen diese 2 Meter überhaupt keine Rolle mehr. Okay. Das ist so, wie wenn man im Park in der Sonne spazieren geht. Mein amateurhaftes Verständnis vielleicht. Ist ein Laser das absolute Parallellicht, eins, das nicht streut? Kann man sich das so vorstellen? Auch der Laser streut ein bisschen, aber ist halt ein ganz enger Winkel und hat dadurch auch scheinbar eine sehr große Reichweite. Das ist so ungefähr die gleiche Richtung, ja. Okay. Also eine Lichtquelle, die sehr, sehr geführt parallel das Licht aussendet, ohne dass es überall einem auslöst. Als Licht, als Beleuchtungsinstrument, so wie es ist, kann man es nicht immer so gut einsetzen. Aber um das Licht zu reflektieren, ist ideal. Jetzt haben wir dazu noch unseren normalen fokussierenden Scheinwerfer modifiziert. Dafür haben wir so eine Anerkennung von dem Oscar-Komitee bekommen, weil wir da besser fokussieren können als andere. Und im Normalzustand haben wir da ein Licht in der Spotstellung, in der engsten Stellung von 4 Grad. Mhm. Dann setzen wir so eine Optik davor und haben wieder 4 Grad. Also was soll's? Mhm. Nur auf einmal haben wir das noch ein bisschen sauberer gemacht und haben eine wesentlich erhöhte Lichtausbeute. Ja. Und dadurch die größere Reichweite und dadurch auch das kleinere, unauffälligere Gerät einsetzbar.
für die größeren Aufgaben. Weil das Licht eben genau nur dahin geht, wo es soll und nichts verloren geht. Ja, aber auch, weil durch unser optisches System diese Vervielfachung der Lichtausbeute ermöglicht wird. Okay. Und das haben wir nun für alle möglichen Geräte bis hin zum allerkleinsten LED-Scheinwerfer und zum großen Parallelstrahler. Und dann geht man über Reflektoren und die haben verschiedene Eigenschaften. Der härteste wirkt wie ein Spiegel, aber ein Spiegel könnte das nie schaffen, weil der macht klecksiges Licht. Aber damit wird das Licht umgelenkt auf andere Reflektoren, die dann das Licht ein bisschen mehr oder sehr stark streuen. Und dadurch hat man die Auswahl verschiedener Pinsel, um sein Licht zu malen und andere Flächen auszuleuchten und auch großflächiger zu werden, damit der Eindruck des sanfteren Lichtes erzeugt werden kann. Genau, also ein direktes paralleles Licht wäre einfach ein unglaublich hartes, ähnlich der Sonne wahrscheinlich. Ne? Könnte man nicht als Personenausleuchtung direkt verwenden. Aber wenn man das einfach umlenkt, dann kann man in dem Hintergrund eines Bildes auch Tiefenwirkungen schaffen, weil kein Zuschauer wird aufstehen und das irgendwie bemerken. Aber emotional merkt man, das ist eine Simulation des natürlichen Lichtes, weil die Strahlen parallel laufen, die Schatten parallel laufen. Und dadurch kann man etwas schaffen, das man als Zoning bezeichnen kann, um verschiedene tiefen Ebenen zu schaffen. Denn dummerweise haben die meisten Kameras, die wir heute benutzen, immer noch ein Auge. Und damit kann ich eigentlich nur ein zweidimensionales Bild erzeugen. Mit der richtigen Lichtwirkung kann man aber diese dritte Dimension reinholen. Der Trick dabei ist, die Illusion zu schaffen von einer Raumtiefe, von einer Dreidimensionalität, um gerade dadurch eben auch die Aufmerksamkeit auf das Objekt der Begierde zu lenken. Okay. Gucken wir uns das mal ein bisschen im Detail an. Sie haben Folien dabei. Hier wird das Licht umgelenkt, hier wird es gespreizt und bei dem Laser sieht man das dann noch deutlicher. Hier die reine Umlenkung, hier wird es gespreizt und dann geht es über die größere Fläche, die das weicher abstrahlen lässt. Mhm. Und dann große Reflektoren, die im Allgemeinen die umlenkenden sind. Und dann wird das Licht mehrfach umgelenkt über andere Reflektoren. Und interessant ist, hier zum Beispiel steht auf der Straße dieser große Parallelstrahler. Das ist nicht parallel, fast parallel. Ja, ja. Der oben auf den Spiegel geht und der ins Fenster rein. Das sieht man bei Fernsehproduktionen häufig, dass die riesengroße Lichtkräne draußen aufbauen, um bei Innenraumszenen das den Eindruck zu geben, dass von draußen Sonnenlicht reinkommt. Aber jetzt kommt das Licht eben nicht aus der Leuchte raus, sondern von einer virtuellen Lichtquelle, die in diesem Fall ungefähr 20 Meter hinter der Leuchte sich befindet. Okay. Und wenn ich das jetzt umlenke, dann kommt das Licht aus einer Höhe, wo eben kein Kran mehr hinkommen kann. Okay. Und dadurch die Simulation des natürlichen Lichtes. Weil es eben sich in seiner Lichtcharakteristik der Sonne, die ja sehr, 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 sehr weit entfernt ist, annähert. Ja. Mhm. Und dann die Vielfachreflexionen, mit denen man im Prinzip ein ganzes Set ausleuchten kann mit einem einzigen Scheinwerfer. Das heißt, ein Scheinwerfer wird auf verschiedene Reflektoren gespiegelt, die dann wiederum wie einzelne Lichtquellen wirken. Hier haben wir eine Simulation eines Fernsehstudios. 5 Leute, man würde da ungefähr normalerweise traditionell an die 30 Kilowatt einsetzen. Hier haben wir jetzt im Vordergrund eine Leuchte, die 4 Reflektoren bedient, gleichzeitig, als Hauptlicht für die Darsteller. Und im Hintergrund eine Leuchte, die 5 Reflektoren bedient, um da die Lichteffekte als Spitzlicht, als Backlight zu schaffen. Und dann noch eine Leuchte hier vorne, die das Licht ein bisschen sanfter machen kann, je nachdem, wie man das nun einstellt. So nach Gefühl und Anforderungen. Und das Erstaunliche ist, alles Licht, die gesamte Ausleuchtung, 790 Watt. Versus 10.000. Versus 30.000. 30.000. Das ist natürlich auch ein Faktor in den Studios. Entweder Sie haben eine Klimaanlage oder es wird dort einfach unglaublich warm. Und die Kühlung in einem Studio frisst 2 bis 2,5 mal so viel Strom
wie das Licht selber. Okay. Aber da sind nun mehrere Schritte. Also einmal die Welt der LED-Leuchten, die da gewisse Energieeinsparungen schon bietet. Und dann eben diese Varianten, die es erlaubt, mit weniger Instrumenten auszukommen, aber auch ein sehr strukturiertes Licht zu machen, das manchmal wunderschön sein kann, dass man aber auch durch den Zusatz von den weicheren, größeren Leuchten, den sanften, auch nach Belieben modifizieren kann und dadurch Emotionen vermitteln kann, die sonst einfach nicht so einfach zu gestalten sind. Okay. Und das ist so ein Blick über die Themse. Und das ist aber Laser, oder? Reflektierte Licht mit Laser eingesetzt wird. Okay. Und das ist wiederum der große Scheinwerfer, der für die Spielfilme das Hauptinstrument ist, zusammen mit den vielen kleineren. Okay. Ich kratze an der Oberfläche und ich habe eine Ahnung davon, was sich dahinter verbirgt. Wir haben also eine Lichtquelle, die der Charakteristik der Sonne erstmal sehr nahe kommt, die aber vielfältig auch wiederum modifiziert werden kann, mit wenig Leistung. Also das klingt für mich fantastisch. Gehen wir mal ganz, ganz klar an den Fall, den wir hier haben, weil wir stehen ja mitten in Ihrem Licht. Da gibt es da drüben den Scheinwerfer, da fängt alles an. Das ist also der große Parallelstrahler, der auf einen großen, harten Reflektor geht, der das Licht umlenkt, auf einen Reflektor. Und so kann man dann das Licht auch 3-4-fach reflektieren und dann auch weicher machen, gestalten und dadurch diese Lichtzange erzeugen oder alle möglichen anderen Varianten. Das ist also beliebig veränderbar. Also wir haben hier zwei Lichtquellen, die aus einem Scheinwerfer gespeist werden. Ja. Und wir haben eine weitere Softbox dort, das ist aufhelligt, um noch ein bisschen das zu soften. Ja. Mir ist, habt ihr vielleicht gesehen, läuft nicht der Schweiß runter. Es ist angenehm kühl. Und ich glaube, der Look, den ihr hier seht, wenn man ein Auge für Licht hat, fällt einem auf, dass das einfach nochmal eine ganz andere Liga ist. Und Herr Weigert hat uns erklärt, woran es liegt. Danke. Vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder da waren. Es ist immer wieder Wahnsinn, dass Sie alle zwei Jahre mit etwas Neuem kommen, wo man denkt, so unglaublich. Ich meine, Licht gibt es, solange es Menschen gibt. Filmlicht gibt es, solange es Film gibt. Und Sie finden immer noch mal so etwas, wo es weitergeht. Licht reflektieren hat es immer gegeben. Aber das ist so eine Perfektionierung und Verfeinerung des Systems. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Danke fürs Zuschauen und genießt die anderen Filme mit diesem tollen Licht. Ihr wisst, wer sich's ausgedacht hat. Bis dann. Tschüss.